Ja, Hallöchen bei einem neuen Let's Play. Don't Starve heißt es. Ihr kennt es vielleicht schon. Und ich dachte mir, der Prophet Benjamin, der schnappt sich das auch mal. Und schauen wir mal, wie lange wir überleben. Ich weiß noch nicht, wie oft das kommen wird und wann das kommen wird, das Spiel. Und ob es für Waterpark Tycoon kommt. Ich weiß nicht, ob Waterpark Tycoon noch länger laufen wird. Oder mal sehen. Lasst euch mal überraschen. Ja, da gibt es eine Erweiterung auch, Reign of Giants. Die werde ich mir bei Zeiten auch zulegen. Und dann gibt es momentan auch Don't Starve Shipwrecked, auch ganz neu. Ich glaube, das werde ich mir auch mal zulegen und auch mal Let's Playen, denke ich mal. So, aber nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, machen wir Play. Das Fiese ist, wenn man hier tot ist, ist man tot. Ja gut, dann kann man nochmal wiederbelebt werden. Es kommt aber drauf an. Das werden wir noch sehen. Und dann kann man nicht einfach wieder ins Hauptmenü und einfach laden, weil das speichert dann automatisch alles. Sprich, wenn man einmal ganz tot ist, ist man ganz tot. So, New Game machen wir mal. Hier können wir unsere Charaktere auswählen. Da haben wir meistens den Gentleman genommen. Immune to Fire Damage. Has a sweet lighter. Lights, fires, when nervous. Afraid of the dark and monsters. Dann muss ich noch alle freispielen. Hier gibt es noch einige. Ich habe immer bis jetzt den genommen. Ich glaube, den würde ich auch jetzt weiter erstmal nehmen. Ja, die Welt. Machen wir mal groß. Only Winter, only Summer? Nee. Machen wir beides mal kurz oder so. Wir starten aber im Sommer, ne? Long Day, Long Dusk, Long Night. Only Night, only. Nee. Long Day machen wir mal. Das lassen wir mal alles. Ja, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Das lassen wir alles mal so. Your world, your rules, default. Okay, naja. Wir starten einfach. Generating World. Ist ganz lustig, das Spiel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Mal gucken, wie lange wir überleben. Ich habe schon mal etwas länger überlebt, auf jeden Fall. Say, Paul, you don't look so good. Better find something to eat before night comes. Ja. Das sind wir. Laufen jetzt, können jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Wir können Blumen sammeln. Wenn wir die übrigens essen, das ist wichtig für unsere Energie zum Beispiel. Und auch für unseren. Ja, Zurechnungsfähigkeit, so kann man sagen. Das aktivieren wir mal, da können wir einmal, glaube ich, neu spawnen. So, hier ist die Karte, wir haben noch nicht viel entdeckt, klar. Ein Hasen, ein Vöglein. Aber es ist echt immer funny. Es macht eine Menge Laune. So, was können wir denn zum Beispiel craften? Ah, da brauchen wir Flint für eine Axt. Das ist ganz wichtig. Und Dings auch. Du kannst auch einen Hut basteln irgendwann mit Blumen, genau. Das ist wichtig für die Zurechnungsfähigkeit. So, hier haben wir auch Bäume. Kommen die auch so? Nee. Okay. Bären. Hier seht ihr immer den Tag. Und der Regler, der wandert hier. Und wenn es hier oben ist, ist es nachts.
Und nachts ist es gefährlich. In dieser Welt. Aber das sehen wir alles noch. So, ein paar Setzlinge. Eigentlich sind das ja Zweige. Dir nix. Wie die immer klingen, ne? Also gibt es auch noch echt lustige Charaktere und Kreaturen. Eine Karotte, du. Das ist ein Samen, okay. Lass hier mal alles mitgehen, was ich hier so sehe, ne? So, wo ist denn Flint? Flintstone. Aber jetzt haben wir genügend Pflanzen. Wir können jetzt immer einen Hut hier basteln. So eine Art. Wie man es nimmt, ne? Der Tag schreitet schon voran. Wo ist denn hier Flint? Ja, Samen sind natürlich ganz nett, auch wichtig. Hier sind wir ungefähr gespawnt. Aber ich möchte Flint. Wir können auch den Schmetterling. Können wir auch irgendwann fangen, aber jetzt gerade nicht. Es liegt auch überall Flint rum. Manche Bäume sind auch trügerisch. Es können da. Kann auch mal so ein laufender Baum. Tentakeln. Das ist nicht nett. Keine Waffen und nix. Wo ist Flint? Sonst finde ich auch immer Flint. Ja, das brauchen wir, glaube ich, ne? Ein Campfire, ja. Oh, das ist natürlich schlecht, wenn wir das keinen Flint haben. Diesen Fallen. Kann ich auch mitnehmen. Das ist Flint. Ganz wichtig. Ich will eine Axt. Schopp, hier, Baumstämme brauchen wir. Ach, die Tannenzapfen können wir auch mitnehmen, aber ich weiß nicht, wofür die sind. So, was brauchen Feuer? Okay, das können wir uns leisten, gut. Das wird nämlich gleich sehr wichtig. In unserer ersten Nacht. Genug zu essen. Wir müssen bald was essen. Ich kann auch mal eine Fackel craften. Als Not. Die ist jetzt wo? Hier. Okay. Haben wir noch genug? Dafür haben wir noch genug.
So, das ist auch alles brennbares Material hier, das ist auch wichtig. Langsam wird's dunkel. Ach, es wird. Es ist schon ganz dunkel. Ach so, okay. Oh, komm, wo ist das? Oh nein, ich war. Warum playst du das nicht? Hallo? Hä? Das ist doch komisch. Schloss doch auf. Wieso geht das denn nicht? Ich verstehe das gerade nicht. Normalerweise muss es gehen. Das ist doch komisch, das ging sonst auch immer. Das fängt ja schon gut an. Naja, dann müssen wir was essen, naja. Ist zum Glück wieder Tag. Warum macht er das denn nicht? Jetzt macht er das... Will... Naja. Super wieder, ne? Ich habe immer ein Glück. Also das ist mir bisher noch nicht passiert. In Aufnahmen... Also ich kann sagen, in Aufnahmen läuft alles immer viel schlechter. Natürlich super. Das mag ich ja sehr. Naja, aber weiter geht's. Was kostet eigentlich... Ah. Pickaxe brauchen wir nämlich auch. Besseres. Das ist effektiver, das andere Feuer. Zum Beispiel. Okay. Brauchen wir Steine? So, unser zweiter Tag hier, du. Waren wir hier schon? Nee. Egal, da gehen wir auch noch nicht hin. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Steine. Ein Skelett. Better him than me, ja. Da hast du recht. Kann man da irgendwas... Ja, kann man nichts mitmachen. Oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr zu essen haben. Das sieht schon besser aus. Wie läuft, ne? Da ist Stein, Stein. Auch immer lustige Animation, muss ich sagen. So. Nitrat, glaube ich, oder was ist? Auf jeden Fall Stein. Flint und so, jo. Sind hier noch mehr Steine? Hier vielleicht? Sieht mal auf der Karte so aus. Okay. Wir müssen auch später Gold finden, zum Beispiel.
So viel kann ich auch schon sagen. So, hier ist noch mehr Stein. Ist es nicht ein Stein, ist es mehr Stein. So, der Tag ist bald um. Vielleicht mache ich das auch so. Ich mache immer 2 Tage pro Folge. Wenn das hinkommt, mal gucken. Komm, wir nehmen noch ein bisschen mehr Gras mit. Einfach mit linkerer Mausklick geht es. Also hier gibt's also eigentlich quasi nur mit der Maus und WASD auf der Tastatur. Wie lustig der immer läuft. Hier ist auch so ein lustiges Loch. Du wirst woanders hin teleportiert. Und da reingehst. Ja, noch ein bisschen entdecken hier. Ja, die Galande hält aber auch nicht ewig, aber ist erstmal sinnvoll für den Anfang. So, die Sachen halten natürlich auch nicht lange. Wo habe ich denn da? Nehmen wir mal. Axt wieder. Axt im Wald. Ich sehe das alles gerade nicht. Vielleicht ist die Axt kaputt. Okay, müssen wir eben eine neue machen. So, wo können wir denn mal ein schönes Camp machen? Hier in der Nähe des Weges sind wir hier noch. Beziehungsweise ich klatsche gleich erstmal Lagerfeuer hin, dann ist das erstmal gut. So, Fire Pit. Gerade rechtzeitig. So. Können wir die auch mal kochen, die Möhren. Die Beeren auch. So, 73 Energie. Okay, essen wir mal ein paar Beeren. Sieht schon besser aus. So, ein bisschen auffüllen hier. Nice Kampf. Das ist schön bequem scheinbar. So, gleich ist die Nacht rum. Ich hoffe, die überleben wir. Weil das Feuer muss auf jeden Fall am Leben gehalten werden. Sonst kommen hier böse Gestalten. Das ist natürlich ein bisschen sinnvoller hier. Aber das haben wir überlebt. Ja. Und das ist der 3. Tag und die 1. Folge von Don't Starve ist vorbei. Und wir sehen uns, während ich hier brenne, fast in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüssi.